durchaus. Ja, Daniel, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung nach Tübingen. Wenn ich das gehört habe, wie es in Spanien in der Kommunalpolitik vor sich geht, dann könnte man ja fast meinen, man könnte sich in Baden-Württemberg zurücklehnen. Die CDU würde jetzt sagen, schauen Sie doch her in Baden-Württemberg, da haben wir vernünftige Verhältnisse. Ich möchte euch heute gerne darlegen, dass es in Baden-Württemberg in den politischen Verhältnissen, was das Verhältnis Stadt-Kommunen angeht, noch viel zu ändern gilt. Wir Grünen arbeiten für den Politikwechsel, wir arbeiten auch für den Politikwechsel, um den Kommunen eine sachgerechte Finanzausstattung zu geben. Ich freue mich, dass die grüne Kommunalpolitik eine wichtige Rolle spielt, dass ich als Landesvorsitzender der grünen kommunalpolitischen Vereinigung hier eingeladen worden bin, denn die Kommunen sind für uns Grüne unverzichtbare Partner bei der politischen Aufgabenerledigung. Städte und Gemeinden bieten den Menschen vor Ort Lebensqualität, sie sind der zentrale Ort der Daseinsvorsorge, von der Bereitstellung von sauberem Trinkwasser über Bildung, Kultur, Gesundheitsversorgung, Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln bis hin zur Abfallwirtschaft sind das Bereiche, die kommunal verantwortet sind. Öffentliche Infrastruktur und ein funktionierender Sozialstaat sind nicht nur eine Frage der demokratischen Teilhabe und der Gerechtigkeit, sondern sind meines Erachtens auch Voraussetzung und Bestandteil für erfolgreiches Wirtschaften. Um die notwendigen öffentlichen Leistungen überhaupt erbringen zu können, müssen die Kommunen strukturell mehr Geld in die Hand bekommen. Vor die Wahl gestellt zwischen höheren Steuern einerseits, gesperrten Brücken, geschlossenen Theatern und Bibliotheken andererseits, zeigen Umfragen, dass sich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger für eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen entscheiden und dabei die Themenbereiche Bildung und Klimaschutz gerade auf kommunaler Ebene eine besondere Rolle einnehmen. Um die Investitionsrückstände aufzuholen und soziale und kulturelle Aufgaben der kommunalen Ebene zu finanzieren und um die Zukunftsfähigkeit der Städte und Gemeinden zu sichern, benötigen wir nicht nur eine ausgeprägte Gewerbesteuer für die Städte und Gemeinden, sondern wir brauchen auch einen ausgeprägten Konnexitätsgrundsatz. Ich sage das hier auch in Tübingen ganz offen. Wenn die Kommunen in unserem Staat handlungsunfähig werden, dann bedroht das unsere Demokratie an der Basis. Wo nur noch Schulden angehäuft werden und Angebote der öffentlichen Daseinsvorsorge zurückgefahren werden, wo Landräte und Bürgermeister dann quasi zu Insolvenzverwaltern werden, dann keimt nicht die Demokratie, sondern es ist Verdruss an der Politik, an der Demokratie und am Gemeinwesen insgesamt. Die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen muss meines Erachtens beendet werden. Ich rufe daher die Landesregierung auf und auch die Bundesregierung, die finanzielle Situation der Kommunen zu verbessern. An erster Stelle ist die Präzisierung des Konnexitätsprinzips, der Grundsatz, wer bestellt, der bezahlt auch, zu nennen. Bund und Land dürfen keine kostenwirksamen Leistungsverpflichtungen der Kommunen beschließen, ohne die notwendigen Finanzmittel bereitzustellen. Sollten die Grünen die nächste Landesregierung stellen, wovon wir ausgehen, so kann ich zusagen, kann ich zusagen, dass die grüne Landesregierung gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden überprüfen wird, ob die Aufnahme des Konnexitätsprinzips in die Landesverfassung tatsächlich reale Verbesserungen für die Kommunen erbracht hat und inwiefern der Konnexitätsgrundsatz weiterzuentwickeln ist. Ein weiterer Punkt betrifft die Übertragung von Aufgaben vom Land auf die Kommunen. Hier muss darauf geachtet werden, dass die Übertragung von Aufgaben vom Land auf die Kommunen nur mit entsprechender Mittelausstattung erfolgt. Konkret heißt das,
dass wir das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich, der Stadtkämmerer ist ja hier, anpassen müssen. Die Kommunen müssen für die Kindergartenförderung, für die Förderung der Kleinkindbetreuung und für die seit Einführung der Werkrealschule gestiegenen Schülerbeförderungskosten einen angemessenen Kostenausgleich vom Land erhalten. Das Land muss sich stärker als bisher an der Finanzierung der Schulsozialarbeit, an den zusätzlichen Stellen für Schulpsychologen, an der Sprachförderung sowie an Ganztagesangeboten beteiligen. Viele kommunale Körperschaften befinden sich seit Jahren in einem finanzpolitischen Dilemma. Sinkende bzw. stagnierende Steuereinnahmen stehen steigende Kosten, insbesondere im sozialen Leistungsbereich, gegenüber. Dabei wird die Kluft zwischen armen und reichen Kommunen immer deutlicher. Einige Kommunen befinden sich sogar in der Vergeblichkeitsfalle, in einer Spirale von steigenden sozialen Kosten und sinkenden Steuereinnahmen. Im interkommunalen Wettbewerb sind diese Kommunen chancenlos, da sie ihre Infrastruktur nicht finanzieren können. Einen Ausweg hierfür bieten lediglich spezielle Finanzhilfen seitens des Landes und des Bundes. Mit einer Altschuldenhilfe kann diesen Kommunen geholfen werden, aus ihrem finanzpolitischen Dilemma zu kommen. Der weitere Ausbau der frühkindlichen Bildung und der Ganztagesbetreuung stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Bereits heute ist ersichtlich, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen ab dem Jahr 2013 höher als die bislang kalkulierten 35% sein wird. Nur die Städte und Gemeinden werden den Ausbau der frühkindlichen Bildung aus eigener Kraft nicht finanzieren können. Hier sind sie auf Unterstützung von Land und Bund angewiesen. Die Bildungsherausforderungen können wir alle nur gemeinsam meistern. Gute Bildung sichert die Zukunftschancen unserer Kinder, aber auch die Zukunftschancen unserer Gesellschaft insgesamt und der privaten Wirtschaft. Um die notwendigen Zukunftsinvestitionen in die Kinderbetreuung sowie in die Schulen und Hochschulen stemmen zu können, müssen alle mit anpacken. Bund, Länder und Kommunen müssen bei der Finanzierung von Bildungsaufgaben enger zusammenarbeiten dürfen. Ich meine, dass in diesen wichtigen Zukunftsfragen direkte Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Kommunen gegeben sein müssen und der Bund hier die Kommunen unterstützen muss. Die Grundversorgung mit öffentlichen Gütern wie Trinkwasser, Bildung, Mobilität, Müllabfuhr muss allen Bürgerinnen und Bürgern, unabhängig von ihrem Einkommen und unabhängig von der Gemeinde, in der sie leben, zugänglich sein. Dies kann nur gelingen, wenn die Einnahmen der Kommunen stabilisiert werden. Notwendig ist es daher, die Gewerbesteuer zu einer kommunalen Wirtschaftssteuer weiterzuentwickeln. Die Gewerbesteuer wird von CDU und vor allem von der FDP kritisch gesehen. Im Entwurf für das Landtagswahlprogramm der FDP wird gar die Abschaffung der Gewerbesteuer gefordert. Dabei hat die Gewerbesteuer im Krisenjahr 2009 immerhin 35 Millionen Euro Einnahmen für die Städte und Gemeinden erbracht. Alle anderen Finanzierungsmodelle, die immer wieder in der Diskussion sind, seien es höhere Anteile an der Umsatzsteuer oder seien es kommunale Zuschlagssätze für die Körperschaftssteuer und Einkommensteuer, sind sowohl aus kommunaler Sicht als auch aus sozialpolitischer Sicht abzulehnen. Denn eine Erhöhung der Umsatzsteuer, aber auch höhere Zuschlagssätze für die Einkommensteuer würden dazu führen, dass die Steuerpflicht auf den Endverbraucher abgewälzt wird. Vielerorts könnte gar ein kompletter Wegfall der Gewerbesteuer sowieso nicht durch höhere Zuschlagssätze auf die Einkommensteuer und Körperschaftssteuer kompensiert werden. Was wäre die Folge? Die Folge wäre eine Fortführung der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen, Leistungseinschränkungen, aber auch eine Verstärkung des bereits heute bestehenden Gefälles zwischen Kommunen, die zentralörtliche Aufgaben wahrnehmen, und ihrem Umland. Was wir in 2011 brauchen, ist ein klares Bekenntnis aller politischen Akteure zur Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle für die Städte und Gemeinden.
Damit die Kommunen die Aufgaben erfüllen können, müssen ihre Einnahmen und daher auch das Aufkommen der Gewerbesteuer stabiler und stetiger werden. Die Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer kommunalen Wirtschaftssteuer macht meines Erachtens zwei Änderungen notwendig. Einmal muss die Bemessungsgrundlage verbreitert werden. Freie Berufe, also selbstständig tätige Ärzte, Juristen oder Grafikdesigner, sollen einbezogen werden. Zum Zweiten geht es um die stärkere Einbeziehung gewinnunabhängiger Elemente. Dieser Punkt, zumindest in dem Gemeinderat, in dem ich mich engagiere, ist dort am umstrittensten, möglicherweise auch in Tübingen. Ich sage aber, die ertragsunabhängigen Elemente, da geht es um Mietzahlungen, um Pachtzahlungen, um Fremdkapitalzinsen, diese Ertragselemente haben ihre Berechtigung. Denn für die Berechnung des Gewerbesteueranteils des einzelnen Betriebs darf es in meinen Augen keine Rolle spielen, ob sich der Betrieb über Fremdkapital oder über Eigenkapital finanziert, weil die Ertragskraft des Betriebs am Ende die gleiche ist. Von daher meine ich, müssen wir auch diese ertragsunabhängigen Elemente in der Gewerbesteuer belassen. Ja, ich merke, die Fans der Gewerbesteuer sind noch nicht so richtig da, aber ich meine, dass es wichtig ist, dass wir diese Gewerbesteuer, dass wir sie weiterentwickeln, denn nur so, wenn wir sie weiterentwickeln und eben auch diese ertragsunabhängigen Elemente mit beinhalten, können wir zu einer Verstetigung der Einnahmen der Kommunen führen und das ist wichtig, um die öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Ich halte aber auch noch, wenn wir beim Thema Finanzen sind, andere Einnahmemöglichkeiten für interessant. Ich halte den Vorschlag für interessant, die Grundsteuer ökologischer auszurichten. So könnte neben der Grundsteuer A, das ist für landwirtschaftliche Flächen, und der Grundsteuer B, die ja für bebaute Flächen gilt, eine Grundsteuer C für brachliegende, aber bebaubare Flächen im Innenbereich, im Kernbereich der Städte eingeführt werden. Der Vorteil einer solchen Grundsteuer C wäre, dass es einen finanziellen Anreiz gäbe für eine Innenentwicklung anstelle von Neubauten im Außenbereich. Ebenso interessant finde ich den Vorschlag, das betrifft jetzt eher die Kollegen, die hier im Kreistag sind, eine Nahverkehrsabgabe zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs anstelle des motorisierten Individualverkehrs einzuführen. Dadurch würden den Kommunen mehr Mittel für die Bestellung von Bus- und Eisenbahnverkehrsleistungen zur Verfügung stehen. Ebenso wäre für die Bürgerinnen und Bürger ein finanzieller Anreiz zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr gegeben, da sich die Nahverkehrsabgabe auf den Kauf von Fahrscheinen des öffentlichen Nahverkehrs anrechnen ließe. Ein weiteres Finanzierungsinstrument, das wir gerne den Kommunen an die Hand geben wollen, ist der sogenannte Business Improvement District. Business Improvement District, hier handelt es sich um eine privat-öffentliche Abgabe, bei der sich der Innenstadthandel an Maßnahmen der Stadtgestaltung, Steigerung der Attraktivität von Zentren und am Quartiersmanagement beteiligt. Die öffentlichen Haushalte könnten dadurch weitere Einnahmen generieren bzw. sich von Ausgaben für die Stadtgestaltung entlasten, da diese ja über das Finanzaufkommen aus dem Business Improvement District finanziert werden. Neben der finanziellen Ausstattung der Kommunen hat das Land aber auch die Voraussetzungen zu schaffen, um mehr Demokratie in den Städten und Gemeinden zu ermöglichen. Der Daniel hat es bereits angesprochen, hier geht es darum, dass junge Menschen unmittelbar mitbestimmen können. Daher soll die Altersgrenze beim aktiven Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden. Zur Stärkung der Demokratie gehört aber auch, dass Bürgerbegehren und Bürgerentscheide erleichtert werden. Wir halten es für sinnvoll, dass Bürgerentscheide auch zu haushaltspolitischen, wirtschaftspolitischen und städtebaulichen Fragen zugelassen werden. Damit erhalten alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich stärker in die konkrete Ausgestaltung des Gemeinwesens einzubringen.